Ja, Servus miteinander, wie man so schön sagt, in Österreich. Hallo an alle, die gekommen sind zur Vorstellung von Xaver Schlager. Und wenn ihr mögt, legen wir gleich los. Vielleicht mit der ersten Frage an dich. Du kannst ja mal das Mikro so ein bisschen dir ranziehen. Erzähl vielleicht mal kurz von deinen ersten Eindrücken aus Leipzig. Wie gefällt es dir hier? Servus einmal. Ja, die ersten Eindrücke, sage ich mal, die erste Woche sind immer ein bisschen schwierig. Viele neue Gesichter, viele Namen, wo man leicht durcheinander kommt, aber ich versuche mir einzuleben. Bis jetzt ist der Eindruck sehr gut. Die ersten beiden Trainings waren nur relativ entspannt, sage ich mal, noch nicht ganz Vollgas. Und ja, ich versuche mir einfach einzuleben und bin froh, dass ich hier sein darf und ja, versuche mir einfach jetzt bestmöglich alle Namen zu merken und alle kennenzulernen. Sehr schön. Dann ist Zeit für Ihre, eure Fragen. Ingo Hane vom MDR hat sich zuerst gemeldet. Gerne. Gestern verraten, dass es ein Ritual geben würde oder schon gab. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, was haben Sie vorführen, tun und lassen müssen? Ja, ich glaube, das hat man eh gesehen. Wir mussten durch so einen Tunnel laufen und jeder durfte mal eine mitgeben. Also in Österreich gibt es in Watschenbaum, wahrscheinlich war das dann der Watschentunnel. Ich weiß nicht. Ja, war ganz lustig und ich denke, das macht dann mal Spaß, wenn man dann auf der anderen Seite steht und nicht durchlaufen muss. Dann Uli Krümer, MZRB Live, bitte. Aber du hast eine Red Bull Vergangenheit. Wen kennst du vielleicht noch von den Kollegen, die du jetzt hier in Leipzig triffst? Und war das schon auch damals das Ziel, irgendwann in Leipzig zu landen, als du aus Salzburg weggegangen bist? Ja, ich kenne einige oder ein paar noch. Ich kenne in Domino, Schobuslei und in Dudu. In Dudu habe ich bei Liefering nur zusammengespielt damals und in Conny kenne ich jetzt schon ewig. Wir waren selber Jahrgang, quasi ab der U13 in Österreich waren wir quasi in einem Team und sind da eigentlich alle Stationen durchlaufen. Und ich glaube nicht, dass für Salzburg immer das große Ziel ist, RB Leipzig, sondern es ist einfach generell das Ziel, seinen Weg zu gehen. Jetzt, jeder hat andere Ziele. Ich glaube, einige mittlerweile von Salzburg gehen direkt in die Premier League. Andere wollen nach Deutschland. Irgendwer andere will sicher mal nach Spanien oder so. Und bei mir war es halt so, dass ich nach Deutschland wollte. Und bei mir war es halt damals am besten, dass ich zu Wolfsburg gehe und von Wolfsburg jetzt hierher gehe. Und so bin ich quasi meinen Weg gegangen. Dann fangen wir an mit der Bild-Zeitung, Sten Hornig und danach Guido Schäfer. Herr Schlager, Sie sprachen es gerade an, dass Sie mit Conny Leimer seit der U13 zusammen den Weg gegangen sind. Jetzt sind Sie wieder hier zusammen vereint, aber über ihm gibt es ja immer noch die Gerüchte, dass er vielleicht im Sommer den Verein verlässt. Inwieweit sind Sie da mit ihm schon im Gespräch und versuchen ihn hier in Leipzig zu halten? Ein Gespräch überhaupt nicht. Also es ist, wie gesagt, es ist nicht mein Leben, es ist sein Leben. Er hat bis dahin sehr gut gemacht, hat sich hier zu einem Top-Spieler entwickelt und ich denke, er wird dann eine Entscheidung treffen oder je nachdem, keine Ahnung, ich kann da jetzt wenig dazu sagen, weil wie gesagt, ich lebe mein Leben und kann da über mein Leben etwas erzählen, weil ich das selber beeinflussen kann und andere Leben kann ich schwer beeinflussen, aber wir wissen alle, dass der Conny ein super Spieler ist und natürlich ist für mich einfacher, wenn er hier ist. Das ist natürlich ganz klar, aber wie gesagt, er muss das für sich machen und quasi den bestmöglichen Weg gehen. Also da rede ich ihm sicher nicht dazwischen. Dann Guido Schäfer, bitte. Moment, warte gerade mal ganz kurz, bis das Mikro da ist. Genau. Beste Stadt, wie du noch kennenlernen wirst. Xaver, du bist ein sensationeller Box-to-Box-Spieler, sagen alle Trainer oder auch Spieler, die mit dir gespielt haben. Beschreibe doch mal, was das bedeutet. Klar, zwischen den Strafräumen, du tauchst vorne, hinten auf, überall. Das ist Kraftraum. Schildere doch mal den Fußballer Xaver Schlager, was er kann, was er vielleicht noch nicht so gut kann. Boah. Ja, ich denke, Box to Box sagt schon viel. Man muss quasi angreifen und verteidigen beides sehr gut können. Also,
Man muss einfach in der Mitte versuchen, einfach seine Mitspieler zu unterstützen, die Mitte eng machen, nach vorne Akzente setzen. Eigentlich muss man so quasi alles gut können. Und natürlich gibt es in jedem Bereich Potenzial, egal ob es Stellungsspiel, Defensiv, Zweikampfverhalten oder dann offensive Aktionen, letzter Pass, Tore schießen. Also ich denke, da habe ich überall Potenzial und das Wichtigste ist für mich einfach, dass ich fit bleibe, dass ich Spaß am Fußball habe und dann werde ich Schritt für Schritt die Sachen, die was ich mir vornehme, verbessern. Dann einmal hinten Thomas Kunze, ARD, MDR. Geklappt. Hey Xaver, du bist zurückgekommen nach einer extrem schweren Verletzung, spricht für deinen Charakter, auch für deine Physis. Gibt es denn persönliche Ziele, die du für die Zeit in Leipzig dir gesteckt hast? Und anschließend daran gibt es vielleicht auch Ziele, die du mit der Mannschaft erreichen möchtest? Ja, ich glaube, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass man fit bleibt, dass man einfach Spaß am Fußball hat und dann, wie gesagt, die Sachen, was man verbessern will, Schritt für Schritt verbessert. Und ich glaube, das macht, oder mir macht es zumindest sehr viel Spaß, wenn ich von Jahr zu Jahr besser werden kann. Und das ist mein Ziel. Und als Mannschaft versuchen wir natürlich, Spiele zu gewinnen. Das ist ganz klar. Versuchen Spiele zu gewinnen. Wenn es geht, jedes Einzelne, dass das nicht immer möglich ist, ist auch ganz klar. Aber ich denke, das Ziel sollte es sein, in ein Spiel reinzugehen und es zu gewinnen. Und dann wird man sehen am Ende des Jahres, was rauskommt. Aber ich denke, wir haben eine super Mannschaft und wir können viel erreichen. Noch weitere Fragen? Uli Krümer nochmal bitte. Nochmal eine Frage zum Taktischen, zu deinem Spielstil. Wo siehst du dich im Mittelfeld genau und mit welchem Spielertyp harmonierst du auf der 6-8 am besten? Das ist eine schwierige Frage. Boah, das ist immer so eine Frage mit Harmonieren. Ich denke, dass jeder seine Aufgaben hat im Mittelfeld und wenn jeder die gut abarbeitet, dann funktioniert das System und da ist dann völlig egal, wer neben wen spielt. Es geht einfach darum, die Aufgabe auf der bestimmten Position zu erfüllen und ob das dann die 6, die 8 ist, ist für mich eigentlich ziemlich egal, weil ich habe alles schon gespielt in meiner Karriere. Ich weiß die Prinzipien auf der jeweiligen Position und es geht dann wirklich darum, bestmöglich das auszuführen, was der Trainer vorgibt. Dann noch einmal auf der Seite der Ingo Hane, genau. Einmal rüber, danke. Xaver, wenn man sich mit den Leipzigern aktuell unterhält, dann hört man oft, dass es darum geht, noch einen Titel zu gewinnen und noch einen Titel zu gewinnen. Das hat Marcel Halzenberg beispielsweise gesagt. Welches Potenzial siehst du in der Mannschaft und was glaubst du, ist diese Mannschaft reif für den nächsten Schritt, also das heißt dann tatsächlich auch in der deutschen Meisterschaft anzugreifen? Ich glaube, also ich tue mir jetzt schwer, bin jetzt noch nicht so lange hier, darum kann ich jetzt nicht sagen, wie reif eine Mannschaft ist. Ich glaube, das ist immer schwierig zu sagen, ob eine Mannschaft reif genug dafür ist. Wie gesagt, das Ziel ist einfach, Spiele zu gewinnen. Wenn wir jedes Spiel gewinnen, dann kommt der Titel dabei raus. Das versuchen wir. Ob das dann wirklich passiert oder nicht, wird man sehen. Aber natürlich, wenn man einen Titel hat, dann will man den nächsten gewinnen. Also ich glaube, wenn man bei vielen Sportlern nachfragt, wenn sie jetzt einmal was gewonnen haben, sagen sie dann nicht, du, jetzt bin ich fertig, jetzt will ich nicht mehr, sondern sie wollen das Nächste und Nächsten und Nächsten. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Also man muss hungrig bleiben und ohne dem geht es nicht. Und darum bin ich froh, dass die anderen solche Ziele haben, weil dann kann ich vielleicht auch mal in Deutschland einen Titel gewinnen. Dann haben wir es den Honig. Mit Ralf Rangnick haben Sie einen Auswahltrainer, der hier in Leipzig ja ganz große Fußstapfen hinterlassen hat, beziehungsweise viel hier gemacht hat. Inwieweit haben Sie ihn auch mit eingebunden im Gespräch vorher? Hat er Ihnen dazu empfohlen, unbedingt nach Leipzig zu kommen? Oder haben Sie jetzt hinterher nochmal mit ihm drüber gesprochen? Also eingebunden eigentlich gar nicht. Das ist, wie gesagt, mein Leben, meine Entscheidung.
ich muss es für mich quasi abwägen, ob das der richtige Schritt ist oder nicht. Und das war es für mich. Und wir haben mal kurz darüber geredet, aber da war es schon sehr fortgeschritten. Und da habe ich aber jetzt nicht wirklich um Rat oder so gefragt, sondern es war rein informativ. Und ja, wie gesagt, also das war eigentlich eine Entscheidung von mir. Und da habe ich jetzt nicht so viel mit unserem Trainer vom Nationalteam geredet. Dann Guido Schäfer nochmal heute. RB Leipzig ist ja in der Bundesliga der einzige Verein, der ohne Sportdirektor Spieler verpflichtet. Wer hat dich denn angerufen? Gab es da überhaupt jemanden? War das Minzlaff, Vivell, Scholz, alle drei zusammen? Oder hat der Desko sich gemeldet? Und wie ist das Leben ohne Sportdirektor? Kommt man da morgens überhaupt aus dem Bett? Das ist wie so ein Thema eher für die Medien, nicht für uns. Also keine Ahnung, ich glaube, die machen das, schätze ich dann mal im Verbund. Natürlich kenne ich in Christopher Vivell nur von Salzburg sehr gut, habe ja dort mit ihm schon zusammengearbeitet, deswegen haben wir einen Kontakt nur gehabt, deswegen war es jetzt nicht so schwer, da Kontakt herzustellen. Und das meiste läuft dann eh über Berater und deswegen war das, glaube ich, jetzt kein Problem, ob der Sportdirektor da ist oder nicht da ist. Wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die was ich treffe und ich muss mich ja identifizieren können mit dem Verein und mit der Art, was er spielt. Und natürlich hilft es, wenn der Sportdirektor da ist, aber es ist nicht das Entscheidende, sage ich mal. Und ja, recht viel mehr kann ich darüber auch nicht sagen. Uli Krümer und danach der Benjamin Post. Aber vielleicht kannst du es nochmal mitnehmen in den Prozess der Abwägung. Ne? Du hast mehrfach gesagt, du hast diesen Schritt bewusst gewählt. Weshalb ist denn jetzt RB Leipzig genau der richtige Schritt? Du hattest in Wolfsburg auch ein super Standing. Der Verein hat da auch um dich gekämpft, um eine Vertragsverlängerung. Weshalb hast du dich so entschieden jetzt für RB Leipzig? Ja, es gab eine Abwägung für und wider und schlussendlich bin ich dann auch oder habe mich entschieden für Leipzig auch natürlich, weil Champions League eine große Rolle für mich gespielt hat. Ich habe mich jetzt schon zweimal für die Champions League qualifiziert, habe aber noch immer kein Spiel gemacht. Einmal, weil ich dann aus Salzburg weg bin und jetzt, weil ich verletzt war. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass ich hoffentlich mal ein Spiel machen darf. Ist ja noch eine Zeit hin, deswegen mal schauen. Aber ja, ich wollte einfach wieder international spielen und das war einfach ein sehr wichtiger Punkt. Ich hatte in Wolfsburg, wurde ich richtig geschätzt und das war dann auch sehr schwierig, dort wegzugehen, weil es hat alles super gepasst. Sicherlich die letzte Saison war nicht so gut, aber ich denke, dass dort jetzt auch wieder bergauf geht und ja, es war schwierig, aber im Endeffekt habe ich mich dann dafür entschieden und habe mich entschieden für die Perspektive hier, weil ich glaube, hier ist vieles möglich und ja, das waren dann so die Punkte. Benjamin Post von der LVZ. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir. Was meinst du, wird die größte Umstellung von Wolfsburg nach Leipzig für dich persönlich, aber auch vom Umfeld? Naja, es ist eine größere Stadt, sage ich mal. Aber na, es ist eine größere Umstellung. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich bin erst 2 Tage hier. Ich glaube, das kann man erst beantworten, wenn man ein Jahr lang hier ist. Dann kann man sagen, was war der größte Unterschied. Bis jetzt gibt es, wie gesagt, nicht so viele Unterschiede, außer eben, dass ich ja, 150 Kilometer, 200 Kilometer weiter in den Osten bin und näher zu meiner Heimat bin und ja, eine größere Stadt. Alles ein bisschen größer ist, vielleicht Stadion größer, solche Sachen, aber das ist keine großen Unterschiede. Also, ich habe ja schon ein paar Mal hier gespielt und es ist ja nicht das erste Mal, dass ich zum Beispiel in dem Stadion spiele. Oh ja, nochmal die Dreierkombination. Ja, dann fangen wir einfach von rechts nach links oder von eurer Seite links nach rechts an.
Sie haben neben dem Platz haben Sie, sind Sie in einem Partybus-Unternehmen mit dabei. Wie muss ich mir Sie als Spieler neben dem Platz vorstellen? Sind Sie dann der auch im Mannschaftsbus dann die Party macht, jetzt zukünftig als Stimmungskanone, oder sind Sie eher der ruhigere? Boah, ganz unterschiedlich. Also ich sag mal, wenn es passt und wenn danach am nächsten Tag frei ist und das mit dem Trainingsplan und Spielplan vereinbaren lässt, dann fahre ich auch gerne mal mit Freunden. Komme ja eher vom ländlichen Gebiet und dort ist es üblich, dass man mal zum Wochenende das ein oder andere Bier trinkt, sage ich mal, und vor allem lustige Stimmung erzeugt. Und deswegen kann ich das schon, aber muss auch nicht sein. Also ich kann auch ganz normal nach dem Spiel nach Hause und einfach Ruhe geben. Wenn es, wie gesagt, am nächsten Tag Training oder so ist oder vom Spielplan her überhaupt nicht passt, dann gibt es das natürlich nicht. Aber im Urlaub, sage ich mal, ja, geben wir schon mal das ein oder andere fort. Irgendwann. Domenico Tedesco gilt als ein Trainer, der einen sehr, sehr engen Kontakt zu seinen Spielern pflegt. Wie war der erste Kontakt, das erste Gespräch? Welche Erwartungen setzt er in Sie? Was hat er Ihnen gesagt? Ja, das erste Gespräch ist schon länger her. Das war nur bevor ich hergekommen bin. Und jetzt haben wir nur kurz geredet. Also wir haben über solche Sachen noch nicht geredet. Es geht, glaube ich, in erster Linie darum, dass ich mich einlebe, alle kennenlerne. Und ich glaube, da geht man jetzt noch nicht so sehr ins Detail. Und es wird dann sicherlich irgendwann mal kommen. Xaver, was beschäftigt dich außer Fußball? Hast du irgendwelche Fables, Hobbys? Was treibst du so in deiner Freizeit? In meiner Freizeit? Ich habe in Wolfsburg hab ich in der Corona-Zeit Klavierspielen angefangen. Gut kann es nicht. Jetzt habe ich ja lange nicht mehr trainieren können, weil Urlaub war, und jetzt steht das Klavier nur in der Wohnung in Wolfsburg, bis ich das herbringe. Dauert es wahrscheinlich auch nur ein bisschen, und dann kann ich mal wieder trainieren und schauen, ob ich nur ein paar Tasten richtig drücke. Aber sonst, keine Ahnung, ich denke ganz normale Sachen. Ich gehe gerne auf einen Café, triff mich gerne mit Freunden, lese das ein oder andere Buch. Also lesen beruhigt mich ziemlich, das gefällt mir, das entspannt mich, und ja, sonst mache ich jetzt nicht so viel, sage ich mal, ungewöhnliche Dinge wie der andere. Okay, dann haben wir noch zwei Fragen. Benjamin Post und dann Olli Krümer nochmal. Ja, jetzt geht es ja ins Trainingslager, intensive Zeit. Wie groß ist die Vorfreude zum einen, und warst du in der Gegend schon mal? Ich meine, du kommst ja da aus der Nähe. Trainingslager sind immer so Sachen, ich weiß nicht, ob die Spieler es so sehr mögen, weil es sind ja viele Trainings immer im Programm, ist recht anstrengend, und die einen mögen es, die anderen nicht, sage ich mal. Ich bin so bei der, ja, bin auch froh, wenn ich es hinter mir habe, immer, sage ich mal, dann habe ich viele Trainings hinter mir und bin fit, aber es ist einfach wichtig. Und in der Gegend speziell eigentlich noch nicht, also dort genau noch nicht, aber ich war schon öfters in der Steiermark. Also wir haben da oft schon vom Nationalteam Lehrgänge gehabt, oder ich war mal Skifahren dort und solche Sachen. Also Österreich ist jetzt nicht so groß, dass ich jetzt nur in kein Bundesland war, sondern ich habe schon alles bereist dort. Eine Nachfrage zum Klavierspielen. Ist das rein Ausgleich, oder bringt das auch vielleicht was auf den Platz kognitiv? Man muss Füße betätigen, filigran mit den Händen sein, ist auch Kopfsache. Bringt das, hat das dich irgendwie vorangebracht? Und vielleicht noch, was liest du aktuell? Ich hoffe, dass es mich voranbringt. Das war eigentlich die Idee dahinter. Es ist, wie gesagt, was ganz was anderes. Ich komme jetzt nicht wirklich aus einer musikalischen Familie. Bin ja musikalisch total untalentiert. Aber
Ich wollte es einfach ausprobieren, weil ich mir gedacht habe, ja, linke, rechte Hand plus Fuß plus, du musst nur schauen, wo drückst du hin. Kommen viele Sachen gleichzeitig fürs Gehirn und das hilft natürlich, glaube ich, schon, kognitiv besser zu werden. Also das ist mein Ziel und es ist schwer, das zu messen, aber ich glaube schon, dass es was bringt. Aber wie viel kann ich jetzt auch nicht sagen. Und was war die zweite Frage nochmal? Ach so, was ich gerade lese. Was habe ich gerade gelesen? Gerade habe ich gelesen The Big Five for Life. Ist, glaube ich, eher ein ganz bekanntes Buch über einen amerikanischen Unternehmer, der was Unternehmensphilosophie und ja, da der Freund von ihm das niedergeschrieben, wie er quasi sein Unternehmen geführt hat. Und es war relativ interessant und da habe ich jetzt das erste Buch gelesen und es gibt noch ein zweites Buch davon. Ja, mal schauen, vielleicht komme ich ja dazu. Okay, nochmal Ingo Hahn. Klaviergeschichte auch total interessant, weil Österreich ist ja Mozart, ne? Ist ja ein musikalisches, kann man ja durchaus sagen, Land. Ralf Hasenhüttl hat auch irgendwann mal angefangen, als er hier war, Klavier zu spielen. Was spielst du denn eigentlich am liebsten und am besten? Boah, am besten, ich glaube, was spielt nicht am schlechtesten, ist die Frage. Na, was heißt am besten? Ja, man lernt dann halt so Stücke. Also ich versuche es auswendig, weil mit Noten lesen, das ist zu schwierig noch. Oder das probiere ich gar nicht, weil dann dauert es, glaube ich, ewig. Bis jetzt, was habe ich jetzt gelernt? Also ich kann halt Teile von Fabelhafte Welt der Amelie und ja, All of Me war jetzt so ein Projekt, wo ich gerade daran tüftle, sage ich mal. Jede, hast du auch noch eine musikalische Frage, oder? Okay. Aber ich muss noch eine Frage stellen. Du musst sie auch nicht beantworten, aber bist du vergeben? Viele Frauen haben mich gefragt, ob ich vergeben bin, und dann soll ich dich das Gleiche fragen. Ja, wer ist die Glückliche und hast du schon eine Wohnung? Wohnung habe ich noch nicht, Freundin habe ich. Ja, Wohnung sind wir dabei auf der Suche. Sie kommt dann, ja. Okay, mit diesen Informationen würde ich sagen, lieben Dank an alle, lieben Dank an dich, Xaver. Jetzt machen wir vielleicht nochmal ein, zwei Fotos mit dir und dem Trikot, dem schönen Ja, schwarzen. natürlich. Ja? Wir haben einen Fotografen hier, dann kannst du gerne. Ja, ein Stimmt. Setz dich hin, genau. Perfekt. Passt? Perfekt. Passt. Super. Dann einmal kurz hier nach nebenan, nach rechts.